Okay, das war nicht sehr erfolgreich. Können wir mit Hangnummer sprechen? Verpiss dich, Striper. Okay. Und genau, hier hat die Demo geendet. In der Tat. Clarissa Bloodworth. Was ist ihr Problem? Ich muss einen anderen Weg reinfinden. Ja, und hier haben wir jetzt, glaube ich, nämlich in der Demo nochmal mit Larry gesprochen. Und der konnte uns einen anderen Weg rein, also theoretisch einen anderen Weg rein sagen, aber da hat die Demo dann irgendwo geendet. Also wir können auf jeden Fall nochmal mit Larry sprechen, weil hier ist auf jeden Fall der irgendwie Back Entrance und wir müssen hier irgendwas sagen, um halt hier reinzukommen. Florence. Florence sieht richtig fresh aus. Wonach suchst du? Geht es Ihnen gut? Ja, ist in Ordnung. Was geht's dich an? Ich glaube, sie ist gar nicht so abgerockt, oder? Ist das die Sängerin? Nein, sie arbeitet hier. Sie hat einen Name Tag. Sie sehen einfach nicht gut aus. Ich versuche nur zu helfen. Ich habe gesagt, mir geht's gut. Hauen Sie ab. Florence, richtig? Ich hab's auf ihrem Namensschild gesehen. Verpiss dich! I told you I'm not leaving till I get her back. Moment, was? Ich hab doch gesagt, ich werde hier nicht abhauen, bis ich sie nicht zurückhabe. Wen zurückbekommen? Suchen Sie nach jemandem? Ah, richtig. Als wüssten Sie das nicht. Ich verarschen Sie nicht. Nein, Sir. Ich durchschaue Sie genau. Und ich bewege mich nicht von der Stelle, ich bewege mich nicht von der Stelle, bis Sie mich mit meiner Tochter sprechen lassen. Sie suchen nach Ihrer Tochter? Ich bin kein Idiot. Ich weiß, dass sie hier ist. Sie möchte nicht mit mir sprechen. Ah, jetzt. Sie lässt mich sie nicht sehen. Okay, wir haben jetzt die Option zwischen, hey, hören Sie, ich will Ihnen nichts tun. Sie sahen einfach nur aus, als könnten Sie etwas Hilfe gebrauchen. Oder wir könnten fragen, ist sie im Bight? Ich könnte ein Auge nach ihr offen halten, wenn ich es schaffe, reinzukommen. Naja, nee. Weiß ich halt nicht. Es ist halt beides nett, prinzipiell. Hier ist halt mehr so, hey, easy, ist halt alles gut von meiner Seite aus so. Und hier bieten wir ihr halt einen Gefallen an. Ich weiß nicht, ob, also, ich probier's mal. Du bist keiner von diesen Gangstern? Also, sie sind keiner von diesen Gangstern? Wollen wir Private Detective callen? Wäre schon okay, glaube ich. Bei ihr habe ich das Gefühl, ist es okay. Also ansonsten das Zweite. Dass wir sagen, hä, was für Gangster. Nein, nein, ich bin wirklich nur hier, um mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Schwierig. Ich probiere den Private Investigator Move.
Detective? Ich verstehe nicht ganz. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Nur eine schnelle Frage. Haben Sie jemanden durch die Tür kommen sehen? Eine kurze Frage, nicht schnelle Frage. Haben Sie da einen... Also ist Kanister in dem Fall wie ein Benzinkanister? Oder ansonsten kann ein Kanister auch einfach nur irgendein Behälter sein. Aber ich denke mal, es ist in dem Fall Benzinkanister gemeint. Ich gehe mal mit, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich versuche, in das Gebäude zu kommen. Können Sie mir helfen? Vielleicht, ich meine, nicht wirklich. Ich habe das Codewort an der Tür probiert, aber... Diese dreckigen Typen drin wollen mich nicht reinlassen. Ich will einfach nur mit ihr reden. Was ist mit ihrer Tochter passiert? Sie steckt da irgendwie mit drin und... Ich komme seit Tagen hierher, aber... Sie lassen mich nicht mit ihr sprechen. Ich bin ihre Mutter, verdammt! So, was macht Ihre Tochter da drin oder warum lässt man sie nicht mit ihr sprechen? Eigentlich beides, oder? Meine Kleine hat beschlossen, hat sich in den Kopf gesetzt, alleine durchzukommen, alleine klarzukommen. So. Auf eigenen Beinen zu stehen und zack, landet sie in diesem, ich will nicht Puff sagen, was ist denn mal ein anderes Wort dafür? Bordell ist zu nett. Wir nennen es einfach Drecksladen. Zack, landet sie in diesem Drecksladen. Verdammtes Gör. Oh, und sie setzen sie unter Drogen. Ich weiß es. Sie lassen mich nicht zu ihr. Sie lassen ihre eigene Mutter nicht zu ihr. Mein armes Baby. Ich werde ein Auge nach ihr offen haben, wenn ich reinkomme. Wie sieht sie denn aus? Graues Fell, ihr Name ist Rosie. Rose. Das macht sie verrückt, wenn ich sie Rosie nenne. Sie ist gerade 20 geworden. Wenn sie auch nur ein Härchen krümmen, dann schwöre ich, brenne ich den ganzen Laden nieder. Wie sind Sie so sicher, dass sie noch immer da drin ist? Sie ist mein Baby. Ich weiß, dass sie da drin ist. Ich kann es spüren. Wann haben Sie das letzte Mal gesehen? Vor 2 oder 3 Wochen. Wir haben uns gestritten. Und sie hat das Byte schon vorher besucht? Sie hat mir erzählt, dass sie hier eine... sie hat mir erzählt, dass sie hier gekellnert hat. Ja, aber ich habe rumgefragt. Alles, was hier angeboten wird, sind Drogen und was auch immer Sleaze ist. Also haben Sie. Also haben Sie sich über Ihren Job im Byte gestritten und das war das letzte Mal, dass Sie sie gesehen haben? Ja, und? Ah, nichts. Ich versuche. Ich werde mein Bestes tun, sie zu finden. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass wir nicht mehr nach dem Code fragen können, aber gute Sachen. Vielen Dank. Sagen Sie ihr, dass ich hier draußen warte. Sie haben es ihr mit Sicherheit nicht gesagt. Sie haben gesagt, Sie haben den Code am Intercom versucht. Ja, ich kann mich Wort für Wort daran erinnern. Great fire, damn me. I looked at the wrong schedule, let me in. Ja, nein, das ist nicht das
Das ist nicht das Codewort. Das ist einfach... Great Fire! Gott verdammt, ich habe auf den falschen Plan geguckt. Lass mich rein! Das wird nicht das Codewort sein. Kennen Sie noch einen anderen Weg rein? Nein, aber ich habe Stimmen oben auf dem Dach gehört. Wie sind Sie da hochgekommen? Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben. Ich mache mich da mal auf den Weg. Bitte, wenn Sie meine Tochter sehen, sagen Sie einfach, dass ich sie sehen muss. Bitte. Werde ich machen. Und passen Sie auf sich auf. Okay, still no answer, I'm coming. Sprechen wir nochmal mit Larry. Ah, und wie ist hier laufen? Hast du ihn gefunden? Nein, ich wurde rausgeworfen. Oh, Howard, wie hast du das denn geschafft? I poked the bear ist jetzt halt so... Oh, das kannst du halt nicht ins Deutsche übersetzen, weil das halt ein Wortspiel ist zwischen... Also, weil die Besitzerin halt ein Bär ist und... Oder eine Bärin. Und... Zum Deutschen würde man vielleicht sagen, schlafende Hunde geweckt. So. Man kriegt das Wortspiel aber halt nicht rüber. Ich habe halt den Chef, den Boss provoziert. Ja, klar, das trifft es halt. Aber da geht halt der Pun hat völlig verloren. Aber egal. Meinst du den Türsteher? Nein, ich habe Clarissa Bloodworth getroffen. Oh Mann, was hast du gemacht? Wenn sie sauer ist, dann solltest du lieber Augen am Rücken wachsen lassen. Ja, das dachte ich mir schon. Hast du eine Ahnung, wie ich wieder reinkomme? Hey, Moment. Du hast gesagt, du nimmst solche Fälle nicht mehr an. Wir haben da gar nicht drüber gesprochen. Dann nehme ich, ich habe den Bären den Eiern gepackt. Erst trifft es nicht ganz, abgesehen davon, also ja. Vielleicht so, ich bin dem Bären auf den Schwanz getreten. Vielleicht so. Keine Ahnung, ist auch egal. Wir wissen alle, was gemeint ist. Und du hast mir gesagt, du hast keine direkten Erfahrungen mit Monkey Butt. Leute ändern sich nicht, Larry. Könnten wir sagen? Weiß ich nicht. Oder... Larry, hier läuft irgendwas falsch und ich muss rausfinden, was. Das ist völlig egal. Ich muss da reinkommen. Ich muss einfach. Callen wir ihn out on Monkey Butt? Schon, oder? Wenn wir befreundet sind, ist er, glaube ich, nicht pissed. Das ist schon okay. Vielleicht ist er doch pisst. Egal, wir entschuldigen uns auf jeden Fall erstmal. Nein, du hast ja recht. Ich rieche wahrscheinlich nach dem Zeug. Hey, hör zu. Ich bin nicht hier, um dir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Ich versuche es nur zu erklären. Erklär mir einfach nichts, Howard, okay? Ich freue mich, hier helfen zu können. Aber wir ziehen hier eine... Ne? Also, hier ist halt wirklich genug. Okay, habe ich verstanden. Also, wie komme ich wieder rein? Der Truck da drüben ist erst angekommen und ein paar Typen sind durch die Hintertür rein. Ich habe ein paar Stimmen vom Dach gehört, also irgendwie müssen sie auch da oben eine Tür haben. Erzähl mir mehr über die Hintertür. Wir haben dieses kleine Intercom da, diese Gegensprechanlage. Du klingelst, sie nehmen ab und wenn sie dich erwarten, dann lassen sie dich rein. Hast du irgendeine Ahnung, wie ich zu jemandem werden könnte, den sie erwarten?
Keine Ahnung, Mann. Vielleicht benutzen sie irgendeine Art Code? Du bist der Detektiv, Mann, nicht ich. Okay, erzähl mir was über die Tür auf dem Dach. Die meisten dieser alten Gebäude haben eine. Das Problem ist, wie kommst du überhaupt aufs Dach? Gibt's vielleicht eine Feuertreppe? Damit könnte ich hochkommen. Nein, keine Feuerleiter. Das Beit ist viel zu hoch dafür. Gibt's irgendwelche kleineren... Ja, Structures. Irgendwelche kleineren Gebäude, irgendwelche kleineren Sachen, die du... Wo du zuerst raufklettern könntest? Der Pressestand, der Zeitungsstand. Ah, das könnte funktionieren. Frag beim Zeitung... Also, ja, genau. Fang mit dem Zeitungsstand an. Dann gehst du zu McKenzie rüber. Und dann über die Dächer. Aber, was solltest wissen? Dick Nugget ist ein schönes Wort. Solltest wissen, Bo ist schon... Kann ein ziemlicher kleiner Wichser sein. Weiß gerade nicht. Wobei, warte. Wobei, Bo kann manchmal schon ein ziemlicher Hoden-Kobold sein. Das ist so ungefähr die präziseste Beschreibung von Bo, die ich je gehört habe. Ja, auf jeden Fall, wie auch immer. Ich... Moment. Schlag vor, dass du mit ihm sprichst und mal schaust, ob er dir weiterhelfen kann. Beziehungsweise, ob er sich darauf einlässt. Okay, die Geschichten müssen wir beide nicht normal hören. Dann würde ich sagen, hey, vielen Dank für deine Hilfe, Kumpel. Mach's gut. Alright, ich glaube, hier hat die Demo aufgehört. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie nicht in der Demo war. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern.